Schaut, da fehlt was. Bin gleich wieder da. Dasselbe gilt dann bei der zweiten Tür. Die Sätze fliegen, oder? Ja, Türen. Er hat eine Tür, eine große Tür, noch eine Tür und noch eine große Tür. Was will man noch mehr? Im Kuhstall. Und ihr seht? Wahnsinn! Ein Lego! Und der Rücken blickt auch mal 2 cm. Voll geil, oder? Von uns rüber. Hallo Ali, ich bin's wieder. Flipperstein Schmatzer, alter Knacks. Hallo Ali, ich bin's wieder, Flipperstein Schmatz, euer alter Knacker aus dem rostigen Städtchen der Lenkbach im Wienerwald. Ihr wollt nicht wissen, da wievielte Versuch das gerade ist, aber wir reden über was anderes. Ich sitze hier bei den selbstpersönlich gekauften YouTube-Videotisch im Saal Klassik des Eitle Kindergarten, das bereits als Museum mit Flipperautomaten und Lego-Sets geöffnet hat. Und ich habe euch was mitgebracht. Das, meine lieben Freunde der Blasmusik, ich hoffe, es staubisiert, ist eine iPhone-Hülle, aber keine Zeit, keine Zeit, keine Zeit. Ich habe euch noch was mitgebracht von der Firma Lego. Haltet euch fest, es ist ein Wahnsinn. Es ist grau. Es ist grau. Es ist noch grau und dunkelgrau. Es ist der Metro-Leiter. Wahnsinn. Ihr habt alle darauf gewartet. Da ist er schon. Wieso ist denn der so schwer? Sind da Steine drinnen? Kann mich gar nicht erinnern, dass der so schwer ist. Der ist noch schwerer. Dann haben wir noch einen drum. Und wir haben noch einen Bahnsteig. Und das heute ist kein Bahnsteig, gell? Das ist ein Bahnsteig. Wie kriege ich denn das bitte ins Bild? Wie soll ich denn bitte schön jeden einzeln? Nein. Jeden einzeln meint ihr wirklich? Weiß nicht. Soll man? Also gut, jeden einzeln. Ihr wolltet es so, wir fangen mit dem Triebwagen an. Wir kriegen das schon hin. Hab noch nie so lange gebraucht, ein Video vorzubereiten wie dieses hier. So, das, meine lieben Freunde der Blasmusik, ist der Triebwagen des Metroliners. Die Lego-Nummer 4558-1 oder umgangssprachlich 4558-1 oder umgekehrt. Ja, ein moderner Hochgeschwindigkeitszug ist der deutsche Name, der englische Name ist Metroliner. Wieso ist das so schief? Ach, der steht wieder zwischen den Noppen, verzeiht. Ein wunderbares Lego-Set aus dem Jahr 1991, sofern ich es noch nicht gesagt habe. Der mittlere Wagen, gleich schräg. Das ist der Mittelwagen. Inkludiert sind in diesem wunderbaren Set 11, haltet euch fest, schreibt es auf, in Zahlen und Worten, 11 Minifiguren. Kindergarten-Inventarnummer ist die LA91212 oder umgangssprachlich 91212. Hui, heute ist ja wieder bescheuert, der alte Mann. Noch ein Teil! Ui, da fehlt, na geh, jetzt fehlt da auch was. Jetzt kriege ich aber einen kleinen aggressiven Wutzigaxi. Schaut, da fehlt was. Bin gleich wieder da. Aber es geht noch weiter. Das hier ist der Mittelwagen des wunderbaren Metroliner alias Hochgeschwindigkeitszug modernerweise. Lego Nummer 4558 oder auch 4558 genannt. Bestehend ist das Set aus 739 wunderbaren Lego-Elementen und inkludiert 11, in Worten 11 Minifiguren. Der Endwagen? Schlusswagen? Endwagen. Der Endwagen. Die Kindergarten-Inventarnummer ist die LA-91212 oder auch LA-91212. Im deutschen Lego-Katalog war dieses Set in den Jahren 1991, 1992, 1993, 1994 und 1995. Oh, steht schon wieder schief. Das ist ja ein Theater. Und wir haben noch einen Bahnsteig. Schaut ihn euch an. So ein richtiger Bahnsteig. Ist das nicht genial? Ich freue mich. Ein wunderbarer 7. August ist das heute.
Mit den Metroliner, was kann man sich mehr wünschen? Ist doch genial, ich bin begeistert. Puh, ich drehe das schnell fertig und dann geht's aber ans Eingemachte. Und wenn wir gleich mit dem Bahnsteig beginnen. Soll ich was sagen? Ich habe gerade geguckt, weil nämlich was nicht gepasst hat. Konkret hat dieses Schildchen da gefehlt. Das Pickel. Der Aufkleber, verzeiht, der Aufkleber hat gefehlt. Dann bin ich mal kurz rübergegangen, wo die fertigen Zusatzsets eingelagert sind. Und habe festgestellt, dass ich insgesamt 5 Metroliner habe. Warum ich so mache? Wegen am Preis. Aber machen wir mal die Vermessung. So, wir sind beim Bahnsteig. Der ist leicht staubig, ihr verzeiht. Das ist ein altes Set, ich habe es vor langer Zeit aufgebaut. Das eine oder andere Elementchen oder der eine oder andere Teil sind sogar noch aus meiner Kindheit. Ja, den hatte ich bekommen. 1991. Wahnsinn. So, messen wir das mal ab. Der Bahnsteig ist 36 cm lang, 11,2 cm hoch und mit den Montageabteilungen 6,4 cm tief. Ah, wunderbar. Ich halte euch das mal schräg. Ich habe ein bisschen heute an den Kameradingen herumgeschraubt, damit die ein bisschen flacher kommt, damit ihr das schöner seht. Und dabei ist alles schief geworden und ich war jetzt 2 Stunden damit beschäftigt, das wieder halbwegs gerade zu kriegen. Es ist eine Katastrophe. Zum Glück heißt das nicht euer Problem, sondern beides. So, der Bahnsteig ist sehr simpel konstruiert, kann man sagen. Der besteht konkret aus abstürzenden Lego-Elementen. Aus ein paar schwarzen 2x6er Platten, ein paar Slops, die flacheren, ein paar 2x6er Bricks, Steinchen und da unten so ein Hinge-System, mit dem man die Rampe so auf und ab biegen kann. Ja, dann haben wir ganz viele graue Platten. Wir reden natürlich vom alten Grau, hellgrau, Light Grey sozusagen. Ein paar graue Platten. Ich habe da 2 noch eben ausgetauscht, weil sie so abgenudelt waren, dass sie nicht ganz so schlimm ausschauen. Dann haben wir eine wunderbare Sitzbank aus roten Platten und Stühlen gebaut. Wir haben 2 wunderbare Laternen. Ihr kennt sie bereits aus dem wunderbaren gelben Stadtbahnhof. Das sind diese Speziallaternenmasten, die normalen Dishes mit 4 Noppen. Und den 2x2er Round Bricks gelb transparent. Wie bereits angesprochen, gibt es hier das Zielschild, das kennt ihr ebenfalls schon aus dem Bahnhof. Brüssel 7.48 Uhr, Zürich 9.00 Uhr, Amsterdam 12.28 Uhr, Hamburg 19.06 Uhr und Wien 20.45 Uhr steht da drauf. Das kann ich lesen, denn ich habe meine Lesebrille auf. Ja, das heißt zwar nicht, dass ich alles lesen kann, aber das kann ich noch lesen. Ja, und da stehen dann schon die ersten 2 Minifiguren. Da haben wir den Bahnarbeiterkollegen, blaue Hose, blaues Top, mit den Warnstreifen montiert, als wäre ein Schwerguttransport, rote Chefkappe und die klassische Lego-Sackrodel mit einem Paket, auf dem eigentlich irgendwas draufgeklebt sein sollte, was, ihr wisst, bei mir nicht immer passiert mit den Aufklebern. Das nehmen wir nicht zu eng. Und dann haben wir den Reisenden, der interessanterweise einen Koffer und einen Rucksack montiert hat. Keine Ahnung, wie der dazu kommt. Und das war's dann schon mit dem Bahnsteig. Eine ganz wunderbare, tolle Sache. Tja, den stelle ich mal, wo stelle ich ihn? Ich stelle ihn da mal, da seht ihr. Ein Schluck aus dem Messbecher, also ein Messbecher schon mal. Mmh. Ich schiebe das mal ziemlich weit nach Hause, weil wir Platz brauchen. Wir fangen mit den Triebwagen an, bleiben wir dabei. Gut, der Triebwagen, ha, ist er nicht toll? Schaut, er ist grau und von und zu überhaupt und nicht ganz zusammengebaut. Das darf man nicht so eng sehen. Der Metroliner Triebwagen, der ist irgendwie, wie soll ich sagen, etwas ganz Besonderes. Der ist ja gekommen 1991. Ihr seht, die Pickles sind da ein bisschen abgenudelt. Das kommt davon, wenn man die Sachen wäscht. Ist nicht immer gescheit. Das war das erste Lego-Zugmodell, eines der ersten der 9-Volt-Serie. Davor war ja die 12-Volt-Serie auf den grauen Schienen mit Mittelstromführung.
Und dieser Triebwagen war der erste, der so richtig Zugform hatte. Der erste, der eine stromlinienförmige Schnauze eingebaut hat und diese Zugfront als Gussteil hat. Und mal ganz unter uns, das schaut nicht so schlecht aus. Ich meine, es schaut jetzt nicht perfekt aus, also speziell die Lichtpartie da vorne. Da wäre Handlungsbedarf aus meiner Sicht, aber da sind die Ansprüche schon sehr hoch gesteckt. Natürlich komplett in Altgrau gehalten mit schwarzen Kontrastkonturen. Tja, wir haben, jetzt könnte man ein bisschen meckern, wir haben hier diese Farbstreifen. Die sind grundsätzlich gebaut aus Platten. Das heißt eine Plattenhöhe, also ein Drittel Steinhöhe, blau, weiß, rot. Auf der Tür ist es hier ein Aufdruck. Und mit Verlaub, auf der Tür ist das leicht gräulicher als die Platte, wenn ihr seht. Im Bild jetzt auf der Kamera nicht ganz so schlimm, in Natur ein bisschen mehr. Dasselbe gilt dann bei der zweiten Tür. Ja, Türen. Er hat eine Tür, eine große Tür, noch eine Tür und noch eine große Tür. Der hat Türen. Ja, das gab's mal bei Lego. Ja, ja, ganz toll. Wobei die ganz neuen haben sie auch wieder. Darf man nicht sagen. Man sollte diese 9-Volt-Züge nicht so brutal heben. Ja, also der Aufdruck ist natürlich ein bisschen zurückhaltend. Hier haben wir auch einen Aufdruck, wobei die Speisewagen-Symbole hier geklebt sind. Da könnte man jetzt ein bisschen meckern, ja, jetzt habt ihr da schon gedruckt, jetzt hättet ihr das auch drucken können. Aber unter uns sagt man, das Pickel nicht drauf ist, ist es auch okay. Vorne fehlt es hier, ihr seht, da sollte nämlich ein Aufkleber drauf sein, denn auf diesen Formteil haben sie nicht gedruckt. Wir wissen nicht so genau warum, aber es ist halt so. Tja, wie ist der Aufbau? Wir haben eine Zugbasisplatte, die kennen wir eh schon aus den älteren Sets. Wir haben hier ein kleines Wuchigaxi, wo wir 5 Noppen lang die Achsen praktisch verteilt haben. Und da vorne ein Magnet dran. Haben wir die Magneten schon besprochen? Ja, beim kleinen Schienenservicewagen haben wir das schon gehabt. Dann haben wir hier den 9-Volt-Zugmotor. Der ist eine ganz tolle Sache. Ich gehe jetzt nicht darauf ein, denn da wird es ein eigenes Video dazu geben, weil es ihn auch als eigenes Set gibt. Ja, dann konzentrieren wir uns mal auf den Wagen selbst, denn dieser Wagen hat einen wunderbaren Stromabnehmer. Diese Stromabnehmer sind ein bisschen schwierig zu kriegen. Das ist nämlich immer das, was als erstes davonfliegt, wenn ein Kind damit spielt. Das sind Hinges, also Clip-Clap-Elemente. Zwei von diesen, ein Stromabnehmer. Die sind, wie ich die Dinger nachgebaut habe, schon ziemlich teuer gewesen. Ich weiß nicht, wie der aktuelle Preis ist. Apropos Preis, dieses Set ist im Moment auf Bricklink vollständig nicht unter 299 Euro zu kriegen. Ich weiß, der Neupreis war wesentlich geringer. Aber wer damals 100 Stück von denen gekauft hat, kann sich jetzt um die Differenz ein Auto kaufen. Ich meine, um 300 Euro kannst du das nicht verkaufen, aber um 250 Euro bringst du das an. Ja? Und das ist, da könnte man schon pro Ding würde man 100 Euro Gewinn machen, wenn man die gekauft hätte. So, ja, Inflation muss man abrechnen, also 80, 70 Euro Gewinn. Aber ist doch auch nicht schlecht, oder? Für das, dass das irgendwo in Köln steht hast. Und die Dinge sind 300 Euro, sind jetzt nicht original verpackt. Da wollen wir gar nicht reden, was das original verpackt hast. Zurück zum Thema. Ja, die Türen, die kann man aufmachen. Ja, unglaublich. Schaut's mal. Wenn man es kann mit den Würstelfingern, kann man hier aufmachen. Und da seht ihr so verdächtig, da ist was drinnen. Seht ihr das? Da ist ein Kabel drinnen. Denn höchst illegal geht von dem Motor ein Kabel da nach oben. Und da vorne ist ein Leuchtelement eingebaut. Und die Lichter können leuchten. Das ist unglaublich. Ich zeige euch das nachher. Ja, auch seitlich kann man die Tür aufmachen. Hier hat man dann so einen Schnitt. Da haben wir dann so einen, das ist so ein bisschen ein Problem, wenn der alte Mann hier nicht den Finger drunter hält, weil es natürlich abgenudelt ist und der Motor schwer.
so einen Motor angedeutet mit Hebel. Den sieht man dann natürlich auch, wenn man von der anderen Seite hineinschaut. Warum es da so eine große Tür gibt, weiß ich nicht. Denn ich war einmal in einer echten Lokomotive drinnen und da gab es beim Motor keine extra Tür. Da hat man sich vorbeigewurschtelt. Na egal. Dann haben wir noch ein schmales Fenster und ein breites Fenster auf beiden Seiten. Jetzt ist der Magnet da schon davon geflogen. Jetzt aber schon, ja, die Magnethalterungen, da kann man drüber diskutieren. So, und dann ist ja da vorne der Kollege drinnen. Seht ihr den irgendwie? Das ist der Zugführer, der klassische Zugführer, mit ein bisschen Rot jetzt, der moderne klassische Zugführer. Wie soll man denn den da einfädeln, bitte? Na, ganz einfach, man kann das Ding eröffnen. Man kann von oben her den Deckel abnehmen. Schaut's. Ja, ist der nicht wunderschön, der Deckel? Ja. Und dann kann man von oben reingucken. Und dann sieht man den Speisewagen. Ich würde ihn eher als Imbiss bezeichnen. Sollen wir die Tante da rausholen? Die Tante holen wir raus. Die bin gespannt, ob ich den Kopf abreiße. Nein, tue ich nicht. Dann haben wir hier mal die eine Tante. Eine wunderschöne schwarze Hose, blaues Top mit Mascherl, lächelndem Gesicht. Wir haben alles nur diese lächelnden Gesichter dabei in dieser Zuggeneration. Das braune lange Haar und gelbe Kleben sozusagen. Die stelle ich da. Da wieder den Slowbock riechen. Also wirklich. Herr Schmatz, was machen Sie? Ich hoffe, ihr habt Zeit, das Video wird ein bisschen länger. Ja, wir haben noch viel vor in diesem Video. Ich glaube, das wird das Einzige, das ich heute mache. Und dann haben wir noch die klassische Tante, wie wir sie schon sehr ähnlich aus der 12-Volt-Zugehörer kennen. Rote Hose, weißes Top, zwei rote Ketten, lächelndes Gesicht, blauer Kragen und schwarze lange Haare. Und die stehen, ja, ich habe den Slop wieder abgerissen, Eckler. Den oder das Slop? Wie heißt denn das? Die Slop. Die Slop. Krieg's nicht rein. Ja, hab's. So, ein paar blaue Heferl stehen nur drinnen. Tja, das ist der Triebwagen. Den stelle ich gleich mal wieder zur Seite. Ah, vielleicht... Nö, jetzt ist noch was Falsches. Soll ich was sagen? Ich habe da das falsch gebaut. Wieso habe ich denn das da drauf gebaut? Das eckt und kantet ja, das kann ja nicht stimmen. Dass die gar nicht da drauf gehören? Geh mir nicht aus. Leute, ich kenne mich nicht aus. Ich glaube, ich habe da einen massiven Fehler. Ich gucke mal ganz kurz auf meinen klugen Computer. Das ist schon so lange her, dass ich das gebaut habe, dass ich überhaupt nicht mehr am Laufenden bin. Dazwischen ist es schon 10 Mal runtergefallen. Dann steht es in der Vitrine, da grapschen es dann unter Umständen irgendwelche bösen Kinder an. Ganz schlimme Sachen. So, ich werde das jetzt sicher nicht sehen aus der Nähe. Die gehören runter. Die gehören runter. Da hat der Herr Schmatz einen Fehler. Ah, aber er kriegt es nicht runter. Ah, oh, er kriegt es runter. Das erklärt doch, warum ich vorher eins von diesen Round-Dingern zu wenig hatte. Schauen wir mal. Oder ich habe es nicht festgedrückt. Na, wir werden das jetzt gleich höchst professionell werden wir das erforschen. Auch nicht besser. Irgendwas passt da nicht. Warum kantet denn der da so? Ha, der kantet, weil ich ihn falsch drauf gebaut habe. So, schauen wir mal. Ja. Verzeiht, da waren ein paar Teile zu viel dran. Tut mir leid. Ich fange jetzt nicht nochmal an. Es ist eh schon der 7. Versuch. Also wirklich. Was habt ihr für Einstellungen? Jetzt stelle ich den da rüber. So, jetzt kommt der Mittelwagen. Der Mittelwagen, der ist ja wirklich. Also, der Mittelwagen, der ist heilig. Es ist nämlich nur einer dabei und schön wäre es natürlich, wenn 3, 4 in den Zug drinnen wären. Deshalb habe ich aus mehreren Metrolinern solche Wiegen gebaut. Das darf man gar nicht laut sagen, weil da der Schlong ist, gell? Damit ich einen langen Zug fahren lassen kann, irgendwann einmal. Der ist schon da drüben unter den Monorails verstaut. Der Mittelwagen ist ebenfalls mit diesen wunderbaren, schönen, großen Türen. Und der hat 4 Stück davon, auf jeder Seite 2.
Der Unterbau ist sehr ähnlich. Wir haben praktisch dasselbe, was im Triebwagen hinten ist, hier zweimal. Mit den 5 Noppen, also 3 Noppen Abstand zwischen den Achsen. Wir haben ganz viele tolle graue Fenster mit den Zugfensterteilungen, wie sich das gehört. Wir haben eine Durchgangmöglichkeit, die habe ich jetzt nicht erwähnt beim Triebwagen, aber hinten ist er offen. Das heißt, man könnte sich hier, wenn man schlank ist und mutig, zwischen den Wagen durchbewegen. Und man kann auch hier den Deckel sozusagen abnehmen. Ich arbeite dran, es kann sich nur mehr um Stunden handeln. So. Und dann sind wir schon drinnen. Schaut, was da alles drinnen ist. Es sind viele Maxeln drinnen. Eine Abwasch mit Waschbecken und Wasserhahn. So Sitzbänke. Und aufpassen, da hinten sind noch die Koffer. Da hinten sind die Koffer verstaut. Und die Maxeln muss ich jetzt rausnehmen, oder? Und sonst gesagt, man kann sogar den Tisch hochklappen. Das machen wir schon mal so. Ich hole mal den Herrn Cowboy heraus. Cowboy heißt er, weil er einen Hut auf hat. Darum sage ich da jetzt Cowboy dazu, zu dem Mann. So, da ist er schon. Der ist von oben bis unten geschwärzt, hat ein schwarzes Gilet an, blaue lange Ärmel, lächelndes Gesicht, grauer Hut, der leicht verdreht ist, aber ihr wisst, darf man nicht so sehen. Und der Tisch ist hier kippbar und unter dem Tisch ist ein Koffer. Ist das nicht praktisch? Das könnten sie sich im echten Zug einmal abschauen, oder? Na gut, andererseits müsste man dann allen Leuten die Füße abschneiden, damit sie... Naja, vielleicht doch nicht. Ja, also man muss nicht alles von Lego nachmachen. Auch wenn sie das Recht am Menschen haben, wie wir inzwischen wissen. So, dann haben wir einen Kappenträger. Der Kappenträger ist in blauer Hose, weißes Top, blaue Streifen, rote Streifen senkrecht und die rote Kappe. Hinten rede ich jetzt nicht lange drüber, das ist hinten nicht bedruckt. Wir reden hier aus den 90ern. Da wird hinten nichts bedruckt, da wird überhaupt nicht viel gedruckt, da wird überhaupt nicht viel gespumpernalt, da wird einfach gebaut, Lego gebaut wird dann. So, dann haben wir nochmal so eine Kollegin mit den roten Ketten und der braunen Frisur, die kommt jetzt mit dem Sitz raus, oder wie? Die kommt jetzt mit dem Sitz, okay. Rote Kette, braune Frisur, blaues Heferl, weiße Hose in diesem Fall. Und dann haben wir noch die Service-Dame, was jetzt ein bisschen eigenartig ist, dass nicht im... Entschuldigung, den Service-Herrn. Ha! Hätte ich da fast eine Dame draus gemacht. So viel gendern darf man nicht. Blaue Hose, weiß-blaue Streifen, Gewehr, blaue Ärmeln und braune Kurzhaarfrisur. Ich verstehe es nicht ganz, warum jetzt der Kollege das Waschbecken im Mittelwagen hat, während... die Imbissabteilung im Triebwagen ist. Ich verstehe es nicht, aber ihr wisst, ich verstehe nicht alles. So, ja. Das ist der Mittelwagen. Dann machen wir den wieder zu. Machen wir nicht zu, weil es zwickt und zwackt. So, und dann haben wir noch den Endwagen. Verzeiht. Ich denke mal, der Endwagen ist ziemlich ident wie der Triebwagen. Nur mit dem Unterschied, dass kein Motor verbaut ist, wobei das bei 12 Volt, bei 9 Volt möglich wäre, dass man einen Motor verbaut und ein bisschen mehr Kraft hat, wenn einer schiebt und einer zieht. Egal, das ist nur nachgebaut, klar. Sonst ist das optisch ziemlich dasselbe, nur dass die Aufkleber hier Liegewagen bedeuten. Und wenn wir hier den Deckel abreißen, Türen sind genauso wie beim Triebwagen, dann liegt da schon ein Kollege drinnen, ein blauer Mann mit Hemd, der liegt da schon. Und dann kann man den so hochklappen, so. Und dann kann man unten zum unteren Kollegen, zur Kollegin hin. Die Frau ist unten. Die Frau muss unten sein. Rote Hose, weißes Top mit roten Querstreifen und roten Armen und die braunen langen Haare. So, die wohnen da drinnen, die schlafen da. Höchst perfekt. Und dann sind noch zwei Fahrräder drinnen, die kann man da rausleeren. Zwei Stück Fahrräder, ein rotes Fahrrad und ein schwarzes Fahrrad. Die könnte man auch durch die seitliche Tür entfernen. So ist da der Plan. Dann gibt es hier noch ein Zauntürl, das man auf- und zuklappen kann, damit man auch direkt in den Heckbereich des
Heckwagens einsteigen könnte. Da sitzt natürlich keiner drinnen, weil der Zug fährt ja gerade in die andere Richtung. Denn der Zug fährt gerade in die andere Richtung. So, jetzt werde ich sagen, na schön und gut. Und was mache ich jetzt mit dem Zug? Jetzt habe ich da einen wunderschönen grauen Zug. Und den kann ich jetzt am Tisch hin und her rollen lassen. Ja, den könnt ihr am Tisch hin und her rollen lassen, den Zug. Das ist das konkrete Konzept, sage ich jetzt mal. Abmessen soll ich es noch? Ja, ich weiß. Ich habe nur den Bahnsteig vermessen. So, der Endwagen hat 25,3 cm. Die Dachhöhe ist 9,7 mit dem Stromabnehmer in natürlicher Ausführung 13,3 cm. Und die Breite 6 Noppen und ein Fuzzi da bei den Puffern, sagen wir 5,2 cm. Dasselbe gilt natürlich für den Triebwagen und den Mittelwagen werden wir... Oh, der ist dreckig. Offensichtlich habe ich da noch nicht richtig gereinigt, die Sachen. Der Mittelwagen hat 24,3 cm Länge. Die Breite ist wieder dieselbe wie vorhin und die Dachhöhe ist bei 9,7 cm. So, damit hat man die Messerei fertig. Also, ihr könnt das jetzt am Tisch so hin und her schieben. Oder ihr verwendet das Schienenoval, das dabei ist. Tja, bei diesem Set ist ein Schienenoval dabei. Und das ist so ein Riesenwutzi. Und auch der Grund, warum ich vorher hier dauernd angestoßen bin. Denn ihr seht es zwar nicht, aber das liegt schon am Tisch. Schaut's mal. Magic. Das zwickt jetzt da drüben ein bisschen am Notebook. So, dieses Schienenoval ist dabei. Ihr seht da jetzt nicht viel vom Schienenoval. Ach, ist das... Ich brauche ein größeres Studio. Kauft mir ein größeres Haus, Leute. So. Das ist so groß. Ja? Das ist ziemlich groß. Wollt ihr wissen, wie groß? Ich messe euch nur ab. Das Schienenoval ist... Ach, da drüben schon. Diese Lego-Elemente, ich sag's euch. Durch diese Noppen, das haftet alles aneinander. Die Breite ist 71, nicht ganz 71 cm, 70,5 und die Länge ist hier mit 95,5 cm. Großer Meter. Was wollte ich sagen? Ja, vier gerade Elemente, vier von diesen, zwei da, zwei da. Und 16 Kurvenelemente, so wie sich das gehört. Ja, und da könnt ihr den dann draufstellen. Das probieren wir jetzt gleich aus. Einwagen. Mittelwagen. Endwagen. Und dann könnt ihr den Bahnsteig irgendwo hinstellen. Und das ist schon wieder ein Kasperltheater, denn innen hat man dann ein Problem mit dieser Rampe, ja? Man müsste ihn außen hinstellen. Wenn man den jetzt außen hinstellt, sieht ihr den Zug nicht mehr. Naja, vielleicht doch. Das ist jetzt nicht optimal. Ich sehe, die Kamera ist jetzt nicht so optimal eingerichtet. Verzeiht. Man müsste die dort oben ein bisschen runter. Das wäre eigentlich der große Plan. Wenn die dort ein bisschen rauf. Müsste ein bisschen rauf. Oder die runter. Ja, irgendwas muss ich ändern. Keine Ahnung. So. Und jetzt könnt ihr den schieben. Ja. So, da könnt ihr den schieben. Super, oder? Ja, ich weiß. Ich habe gesagt, es ist ein Motor drinnen. Ja. Aber das war's ja schon. Es bleibt beim Motor. Mehr ist nicht drinnen. Ja, mir gefällt das gerade überhaupt nicht. Ach, diese Kamera, soll ich die jetzt ein bisschen nachrücken? Soll ich das jetzt machen? Mittendrin? Ich mache das jetzt. Warum nicht? Ich mache die jetzt ein Stück runter und die Stück rauf und dann schauen wir, was passiert. Na, ein bisschen besser ist es, oder? Ja, kann man nichts sagen. Ha, das ist ja wieder wunderbar gelungen. Ich bin stolz auf mich. Hätte ich ja schon vormachen können. Ja, mehr ist nicht, denn bei diesem Set ist kein Trafo dabei.
keine Batteriebox und kein gar nichts. Du musst dir extra so einen Kollegen kaufen. Den habe ich euch schon mal gezeigt. Drum ist er auch nicht am Tisch, weil er nicht dabei ist. Ja? Und bei dem Kollegen ist dann ein Kabel dabei mit denen. Und die kann man dann da irgendwie montieren. So. Das muss ich so. Ich muss kurz überlegen, weil das hier alles seitenverkehrt ist. So, einmal durch. Die da hinein. Die nochmal durch. Die da hinein. So. So, seht's? So macht man das. Seht's es nicht? Ein bisschen seht's es. Da. Seht's es? Da. Da seht's es. Und jetzt werden wir das Ding mal fahren lassen. Ich hab's natürlich nicht probiert. Warum sollte ich es auch vorher probieren? Wäre ja fad, oder? Und soll ich mal sagen, der funktioniert von uns rüber. Ist das nicht schön? Da fährt er. Das ist übrigens volle Geschwindigkeit. Der Zug ist nämlich so schwer, dass es nicht schneller geht. So, schauen wir mal. Stufe 1 bewegt er sich gar nicht. Stufe 2 bewegt er sich auch nicht. Stufe 3 fährt er. Stufe 3. In der Kurve nicht sehr gemütlich, ich höre sie nicht gut an. Stufe 4. Das ist gut. Stufe 4, da kann man gemütlich durch die Gegend tuckern. Stufe 5. Schon stressig. Und Stufe 6. Die aktuelle Frage, die ich mir stelle, wie zeige ich euch jetzt das leuchtende Licht? Das ginge nur in dieser Kamera. Er hatte das Frontlicht, das hätte ich euch jetzt gerne gezeigt. Wie machen wir das? Alles irgendwie drehen? Da haben wir einen Riesenunfall. Wie mache ich das? Ha! Ich habe eine, naja, auch nicht so gute Idee. Keine Ahnung, wie ich euch das jetzt zeige. Muss doch eine Möglichkeit geben, euch das Licht zu zeigen. Könnt ihr ein Foto machen. Da habt ihr die Chance, es zu sehen. Hier einmal drehen. Ja, schaut's mal. Naja. Das ist jetzt nicht die Qualität Video, die ich produzieren will. Da schaut, da fährt er sogar auf Stufe 2. Wenn ich das nicht will, dann fährt er auf Stufe 2. So, ich werde das jetzt mal so drehen. Höchst brutal. Bis wir hier ins Bild kommen. Ha! Schaut's. Da bricht dann hinten alles ab. So. Jetzt mache ich da mal Strom. Seht ihr, wie es leuchtet? Das Schöne ist, dieser Lichtständer, der verbaut ist, der leuchtet in beide Richtungen mit durchgehend. Ihr wisst, der normale Lichtstein, 9 Volt Lichtstein, der würde in die andere, eine Richtung blinken und in die andere Richtung würde er durchgehend leuchten. Und das Zugleuchtelement, das ist das, an dem die Lichtabteilung seitlich dran ist, die leuchtet in beide Richtungen durchgehend. Das ist etwas Besonderes. So, dann mit Einfädeln. So. Ich habe euch noch nicht gezeigt, dass der auch rückwärts fahren kann. Oh, er kann auch rückwärts entgleisen, wenn man nicht aufpasst. Das ist höchst perfekt und überhaupt. So. Aber ja, geht schon gut, oder? So, also entspannt ist es nicht im Kinderzimmer, wenn der durch die Gegend rauscht. Entspannt ist es nicht, aber... Die Fetzen fliegen, oder? Also ich sag's mal so, es ist ein wirklich nettes Set. Ich habe es bis heute nicht verstanden, warum das preislich so explodiert ist. Denn unter uns gesagt, schön ist die Farbe nicht. Er ist grau. Weißt du, was ich meine?
Und das sind ja mit, sind ja nicht so viele Teile. Wir reden ja, was, 739 oder wie viel waren es? 739 Teile, das ist jetzt, wenn 300 Euro sagt, schon ziemlich viel Geld, oder? Ja. Ja. Aber ihr könnt es mal drunter schreiben. Habt ihr den Kollegen? Wie gefällt er euch? Liebt ihr ihn heiß? Liebt ihr nicht heiß? Habt, seid ihr zwiegespalten? Zwielichtige Gestalten? Oder wie ist das so für euch? Das könnt ihr mir ja mal drunter schreiben. Würde mich sehr interessieren. Apropos, falls du mich noch nicht abonniert hast, löst sich dein Lego in den nächsten 3 Tagen in Luft auf. Also ich würd mich an deiner Stelle abonnieren. So, ganz direkt gesagt. So, schieben wir das schöne Schienekreischen einmal zur Seite und gucken wir mal, welche Hausübung wir euch heute zuteil werden lassen können. Die Hausübung: Finde heraus, wie viele Unterarten des Wanderfalken es gibt. Ja, das ist ja mal eine schöne Hausübung. Da lernen wir was über die Natur und von uns überall. Tja, ihr merkt, ich bin etwas involviert, denn eigentlich bin ich gerade im Kinderkram da. Heute ist der 8. Juli, also ich zeichne circa einen Monat vorher auf. Involviert und betoniere fleißig den Hof. Da kommt demnächst ein Kindergarten-Update oder ist er schon gekommen über den Hof. Und heute regnet es. Das begeistert mich jetzt überhaupt nicht. Ja, und deshalb sitze ich auch hier mit Pullover, weil es nämlich gar nicht so warm ist, obwohl es mitten im Sommer ist. Aber wisst ihr, nach der Sonnenwende wird das Wetter wieder kühler. So ist es. Ja, ich danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Schön, dass ihr euch das antut. Und nächste Woche, nein, nicht nächste Woche, in ein paar Tagen am Donnerstag reden wir dann über einen Güterzug, wenn ich mich nicht täusche. So ist der Plan, zumindest. Ja, so machen wir das. In diesem Sinne, bis später, bis dann, bis irgendwann hier im Eitle Kindergarten oder hier auf diesem YouTube-Kanal. Ein Lego-Koffer! Da liegt auch 2 cm. Da bin ich, hallo! Ja! Voll geil, oder? Von und zu überhaupt.